Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber, hier auf meinem Kanal Zockerhöhle. Wir sind wieder dabei, die Karriere mit dem HSV weiterzuspielen. Wir haben ja im letzten Part gesehen, wir haben zwei, drei Spieler gefunden, die mir vorgeschlagen wurden, die ich verpflichten soll. Daran habe ich mir die Tür rangemacht, habe sie gesucht, habe eine Anfrage gestellt. Das Ergebnis hatten wir im letzten Part schon gesehen. Axel Tuansabe, glaube ich, wird ausgesprochen, bin ich mir nicht sicher. 975.000. Da werden wir auch gleich mal das erste Angebot machen. Wir werden natürlich versuchen, sämtliche Preise zu drücken, damit wir vielleicht sogar noch einen vierten kaufen können. Ich fange mal mit glatten 700.000 an. Hätten wir schon mal auf jeden Fall 270.000 Euro gespart. Dann dazu Jesse Lingard. 14 Millionen. Anständig, hätte aber allerdings auch gedacht, dass der mehr kostet. Habe ich mich wirklich gewundert. Fangen wir mal mit, ich glaube, 11 Millionen ist anständig. Vielleicht lässt sich ja Mourinho darauf ein und sagt, nö, Lingard, den brauchen wir nicht. Könnt ihr haben. Und natürlich Viktor Kovalenko. 10,5 Millionen. Sage ich auch mal, fangen wir vielleicht mit glatten 8 Millionen an. Ihr könnt natürlich weiterhin sämtliche Spieler, die ihr sehen wollt, die man verpflichten sollen, in die Kommentare reinschreiben. Gerne auch einen Daumen nach oben dalassen. Ein Abo dalassen würde ich mich genauso freuen, damit ich weiß, alles klar, das kommt ja an. Ihr habt Bock drauf. Wir sollen das weiter zocken. Würde ich mich tierisch über freuen. Könnt allerdings natürlich auch mit einem anderen Verein weiterspielen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Dann starten wir natürlich heute noch in dieser Folge gleich mit dem Spiel. Was ist hier noch los? Achso, Waldschmidt muss noch komplett raus. Ja, ich möchte ehrlich gesagt keinen von den ganzen Leuten mitnehmen. Nimm mir einfach nochmal einen Ersatztorhüter mit. Auch wenn er nicht reinkommen wird. Wir werden jetzt das zweite Spiel in der Vorbereitung bestreiten gegen Newcastle United. Beide Newcastle und wir haben das erste Spielchen gewonnen. Wir gegen Feyenoord, die gegen Udinese Calcio. Hier bei dem Spiel wird es schon um den ersten Platz, denke ich mal, gehen, wer hier gewinnen wird. Deswegen starten wir gleich rein. Sehen wir es uns an, wie wir uns heute schlagen. Ich werde wieder versuchen, das Spiel breit zu machen. Und möglichst viele Tore zu erzielen. Ach, wieder meine Lieblingsübung. Elfmeterschießen, womit ich überhaupt nicht klarkomme. Und dann schießt auch noch die Gesichtshünd von Aaron Hunt. Katastrophal. So, einen werden wir noch machen. Und dann starten wir ins Spiel. Heute geht es in der Gruppenphase weiter und damit hallo zum zweiten Gegen Spieltag. Newcastle. Hallo zusammen auch Vielleicht von kann mir mir und einer in einmal Kürze geht's dann erzählen, rein in diese Partie. was mir in den letzten Heute Malen sehen immer wir wieder aufgefallen Newcastle ist, in den letzten United Teilen auch. gegen den Bei HSV. 16 und jetzt in den letzten Schauen wir Parts, kurz auf die Anfangsformation von Newcastle United. beziehungsweise in dem Also die Angezockt, was ich mal Richtung für mich dürfte bei selber der geguckt habe, Formation heute klar wie sein. sich dieses Ja, Spiel ganz klar, nach entwickelt vorne soll es gehen und oder zwar auch aus dem Mittelfeld. im Journey-Modus Und so sieht die in der Startformation des ersten Hamburger Hälfte SV heute des aus. Spiels. Schuss! Boah, schöner Super Schuss gemacht von vom Torwart. Lasogga. Jetzt die Hat er mal Chance die für den rechte Klebe HSV aus dem rausgeholt. Eckball. Mal gezeigt, alles klar, wer ist hier Herr im Haus. Wie gesagt, im Journey-Modus. Wie kommt man auf den Namen Evil Lane? Also, ich sag mal, ich bin nicht der Jetzt ist die Kugel weg. Schlechteste, der sich mit Fußball auskennt. Nennen wir es mal gerne so. Allerdings die Und er Evil darf Lane heute sein Debüt hat in ja dem wohl neuen Trikot feiern. gefühlt Er soll Druck über fünf die oder Flügel sechs machen. Vereine, Er die da soll die spielen, Offensive genau weitere wie das Möglichkeiten sind Waldstadion. dadurch schwerer auszurechnen. Also da frage ich mich Wird sich immer, ein Neumann für die Defensive geangelt? warum haben sie da nicht Vorbereitung. den. Lasogga! Oh, sauber, 1-0 von Lasogga. Schöner Fantastischer Schuss. Treffer! Warum sie da nicht die Rechte haben. Ah, den haben sie natürlich auch sehr Besser gut geht's getroffen. nicht als bei diesem Nämlich Abschluss gegen überhaupt nicht. Mauer. Da Trotzdem kannst du auf geht's für Pumugel hinstellen. die untere Ecke klasse. Das ist. Naja, gut. Wir wollen natürlich nicht nur meckern.
Das Spiel ist von der Handhabung her sehr, sehr geil gemacht. Ich finde auch, man merkt diese Spieldynamik, die sie angekündigt haben durch die neue Frostbite Engine, die sie eingeführt haben, und das überarbeitete Spielgestaltung, nenne ich es jetzt mal, mit oha, da lege ich mir das Ding selber ins Netz. Mit den Laufwegen generieren, Pässe zustellen, Passwege zustellen, das merkt man sich schon an. Auch das Schussverhalten hat sich, finde ich, sehr, sehr geändert. Man kann wieder oder könnte auf jeden Fall wieder aus 20, 25, 30 Meter Entfernung mal eine schöne Kirsche abfeuern, wodurch man dann sagt, alles klar, da könnte auch mal reingehen. Ich fand, im letzten Teil war es ja wirklich nur durch den, ja, nenne ich es jetzt mal Trick, durch den, ich nenne es einfach mal Trick, durch den Trick nur über den Flankenklopf wirklich Tore zu erzielen aus einer größeren Entfernung. Klar, bei 16 Meter ist es alles noch gegangen, 20 Meter auch noch. Aber ich sag mal, die guten alten Zeiten, wo man 25, 30 Meter vom Tor mal abgezogen hat, die sind vorbei. Oder waren vorbei, die kommen jetzt wahrscheinlich oder kommen jetzt wieder. Hatte schon zwei, drei sehr, sehr gute Chancen auf jeden Fall damit. Wird das eine Torchance? La Soga. Sehr guter Einsatz. Er bekommt Hilfe. Diame. Ach ja, ach ja. Das läuft hier wieder. Ja, das Gegentor ärgert mich so ein bisschen. Da war ich ehrlich gesagt nicht ganz auf der Höhe. Das ist immer dieses Problem. Männer und Multitasking haut manchmal nicht ganz hin. Gerade auf beziehungsweise gerade bei mir manchmal. Ja, das ist abseits. Helmut. Ja, nimm die Hände runter. Bieten kannst du später. Ja, bei mir auf jeden Fall. Da ist es manchmal mit dem Multitasking nicht ganz. Klasse Einsatz, aber kommt ganz auf der Höhe, nicht so ganz fähig. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Ja, ja, Buschi und Wolfuß. Also die beiden finde ich, wie gesagt, ich habe mich damals zu 16 ist er eingeschrieben, Wolfuß, habe ich mich sehr gefreut darüber, dass der endlich mal den ganzen Laden da so ein bisschen auf Vordermann bringt, weil ich ihn auch persönlich sehr gerne live oder halt im Fernsehen verfolge, wie er die Spiele kommentiert, und ich halte ihn auch ehrlich gesagt nicht für einen Dummkopf, aber die Sprüche, die sind einfach rein für die Mülltonne, viele. Wenn ich mich noch an die besten Sprüche erinnere mit den Helden mit der Mütze seiner Oma und weiß nicht, Krisselöwe und ach, da waren so zwei, drei Dinger, wo ich gesagt habe, oh, das geht. Oh, Aaron Hunt, mein Freund. War klar, dass der ehemalige Bremer und Wolfsburger das Ding nicht macht. Den ziehen wir. Achso. Ja gut, da habe ich leider noch eine andere Taste gedrückt. Machen wir es halt so. Da sogar schöne Aufsetzer. Ein bisschen zu schwach vielleicht. Hätte ich ein bisschen doller treten, doller köpfen können. So. Den spielt er gut. Den werden wir jetzt nochmal reinflanken. Aber den hat der Torwart. Mit der Faust kann er unsicher, unsicher. Macht er ihn. Klasse gemacht. Ja, jetzt so ein kleines Block. Powerplay hier gerade von uns. Vom HSV. Wieder in den schönen pinken Trikots. Die finde ich zu geil. Da haben sie sich endlich mal wieder jetzt was Schönes einfallen lassen. Sehr gut reingespielt. Und nicht immer diese. Oh, sauber, schön, Volley, Doppelpack, La Soga. Nicht diese 0815 Dinger, die sie manchmal hatten, obwohl nicht alle Trikots scheiße waren, aber das finde ich einfach persönlich sehr, sehr genial gehandelt. Das ist einfach mal komplett was anderes. Nochmal, kurzer Blick aufs Tor, klasse Hereingabe, Buschi. Ja, und auch der Abschluss kann sich sehen lassen. Kannst du kaum verteidigen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. La Soga.
Anita. So, Anita, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Anita, Anita. Den Ball hat er. Ganz souverän. Perez. So, kurz vor der Halbzeitpause. Wir führen, jetzt ist Halbzeitpause, wir führen 2:1. Zwei schöne Tore von Lasogga. Ein dummes Tor bekommen. Unachtsamkeit von der Hintermannschaft von mir. Aber gut, wir führen, das ist das Wichtigste. Gehen wir gleich rein in den zweiten Durchgang. Der Referee hat hier also die zweite Hälfte angepfiffen. 45 Minuten des zweiten Gruppenspiels erwarten uns noch. Wird's jetzt gefährlich? Christian Matenia. Holtby. Holtby. Luis Holtby. Hat, finde ich, auch noch nicht die Leistung gebracht, die er damals auf Schalke gebracht hat. Oder kurzfristig auch mal in London bei Tottenham Hotspurs. Aber ich glaube ja an das Gute der Menschen und hoffe, dass er einfach nochmal irgendwann den Schalter umlegen kann und den Fußball spielen kann oder spielen wird, den er wirklich damals in oder auf Schalke gespielt hat, weil da war er gar nicht so verkehrt. Oh, da sitzt jemand rum und macht gerade Mittagspause. Oha. Das gibt Elfmeter. Ah, da war ich einen Tick zu spät. Ja, Dietmeier, brauchst dich nicht beschweren. So, dann führen wir mal hier den Endentanz auf. Oh, da adert die Ecke. Sauber. So, und jetzt versuchen gleich ein... Oh, ganz schlecht dabei. Ich dachte, wir können jetzt mal hier schnell einen Konter fahren. So, gleich nochmal reinhauen. Naja, gib nochmal gelb. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Ich da jetzt ehrlich gesagt nicht groß was gesehen. Hier kommt der Freistoß. Was ein Freistoß gerechtfertigt hätte. Weil ich glaube nicht mal, dass ich den überhaupt erwischt habe, aber gut. Da hat der Schiri Tomaten auf den Augen. Keeper war dran, er faustet den Ball weg. So, spielen wir mal hier ein bisschen auf Konter. Oha. Ich und Kopfball und Defensivverhalten. Ach ja. Immer wieder der gleiche Spaß. Oh, das erste Tor war sogar. Ja gut, schon, das war ein Eigentor. So. Ein Seitenwechsel. Ja, und genauso kennen wir ihn, Wolf. Er kämpft immer für die Mannschaft, so auch hier. Wir sehen hier. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das könnte man genauso mal pfeifen. Wir werden mal auswechseln. Und nochmal gucken, was könnten wir hier noch so ein bisschen bringen. Auf jeden Fall würde ich ganz gerne hier den Grigoritsch bringen. Und ja, das ist jetzt gekommen. Wir bringen einfach mal Herr Ronstadt für Dietmeier, für den gelb Vorbelasteten. Und dann wechseln wir so um bei 75. noch einmal aus. Lasogga! Super abgewehrt, ja, schade. Aber Langley kam zwar gut, aber Kopfball war ein bisschen zu schwach. Richie. Wie gesagt, in der 75. wollen wir noch einmal auswechseln, werden wir noch einmal auswechseln. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, ja, aber genau. Noch finden Sie keine Lücke. Hau weg. Gregoritsch. Frechheit. Ja, genau, den braucht man. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Und bei der braucht keiner mehr, der kann umgehauen werden. Der neue Mann steht schon bereit. Ja, was mir auch manchmal auffällt, ist... Jetzt könnte es gefährlich werden. Ich finde, diese... Spielerwechsel, oha, schön vorgelegt von mir selber. Den Spielerwechsel, also den, das Fähnchen über dem Kopf zu wechseln und einen neuen Spieler auszuwählen, finde ich persönlich manchmal
ganz, ganz Katastrophe, dass er wirklich Sieht gut aus, immer der Pass wieder. kommt. Sauber vom Ball getrennt hier. Oh Gott, ich und gerade reden und spielen. Ich bin nämlich gerade so ein bisschen Da fokussiert. schickt er Ich den will das Ding hier Mitspieler. nicht verlieren. Und da Oder ich Schuss. Oder defensiv Versuch echt von ihm. schlecht Und bin, diesmal ist er nicht muss ich mich drin. so ein bisschen konzentrieren. Hektik Auf sehr jeden Fall den präsent. Spieler zu wechseln, Kosten den finde ich Abschluss. manchmal für ein, zwei Momente. Aber in jedem, wirklich in jedem Spiel, dass er Kleber. nicht den Er hat Spieler die ganz tolle anvisiert Spiele gezeigt. Die oder auf den Formkurve Spieler zeigt wechselt, deutlich nach der oben. wirklich Die sinnvoll Teamkollegen wäre. wird es freuen und er will das Sondern sehr dann kriege weiter ich nach hinten. anstatt den Innenverteidiger, Jetzt kriege die ich Gelegenheit. den Lasogga. Stürmer oder Da war den sie. Die offensiven Chance ist Mittelfeldspieler, wo hoch, ich einfach aber sage, so vergeben. warum so? 76. Minute fast wieder vergessen, vor lauter Laberei. Laber ich euch zu viel? Sagt es gerne. Denn lasse ich mehr den Kommentator reden. Überhaupt gar kein Problem. Einfach einmal Bescheid sagen, einmal in die Kommentare schreiben. Dann werde Es ich gibt die dieses Auswechslung beim Hamburger SV. abstellen. Oder auf jeden Fall nicht mehr in den Maßen reden. İlkay Gündoğan ist zu Manchester City gewechselt und verlässt Borussia Dortmund. Die Oh, das Chance! war doch ganz stark Pfosten! gespielt und ich treffe nur den Ja, gedeckelt. beschissenen Pfosten, Alter. Ah, zum Mäusemelken. Den fängt er natürlich. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Wir gehen in die Schlussphase und hören noch mal in diese Kulisse rein. Die Fans geben hier wirklich alles. Die wollen den Sieg. Ein Tor kann das Ding jetzt hier noch entscheiden. So, gleich wird hier gewechselt. Jo, Bewegung in der Seitenlinie. So, macht Lasogga sogar den Jetzt vielleicht. Dreierpack. Gute Na, Aktion vom Torhüter. schade. Es bleibt beim Das wäre natürlich Unentschieden. gerade Den die analytisch gut Chance, abgewehrt. das Ding jetzt hier noch zu gewinnen. Aber wir werden noch mal ein bisschen in die Offensive mehr reingehen. Ich will das Ding hier gewinnen. Eigentlich will ich jedes Spiel gewinnen. Gerade in der Vorbereitung Wird's jetzt gefährlich? Da trennt er will ihn ich vom die Dinger Ball. hier gewinnen. Aaron Hunt. So, schön gespielt. So, Herr Jatta. Gut Gut. gearbeitet. Er hat den Ball. Ist jung. War auch Richie. schlecht gespielt von mir. Die letzte reguläre Spielminute Auch wenn läuft. die Umsetzung wieder nicht perfekt gemacht war, aber gut. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Lazar. Oh, Das 3 Spiel ist Minuten, gleich das ist vorbei, doch aber wieder Sie bekommen noch die so Chance. ein Damit Ding, wo man könnten sagt, Sie gewinnen. oh, der spaziert aber Der Ball kommt, aber der Verteidiger ist ganz dazwischen. gemütlich durch. Wie beim Jetzt Einkaufen gibt's Einwurf. durch die Nicht weit weg Regale vom laufen. Tor. Colbeck. Klasse gespielt, guter Steilpass. Mitrovic. Das war so Das ist klar. die Führung. Ich und Günstig. Kopfbälle. Später treffen Sie. Ah, Das muss schade, der schade, schade. Seitenspieler Da sein. habe ich mir das Ding hier selber versaut, ehrlich gesagt. War das die Entscheidung Na von gut. ihm? Möglich ist es, Das es muss, gibt mehr das passiert Spielzeit. nochmal. Da kommt der Schlusspfiff. Dann Und müssen wir es so im letzten sieht's Spiel richten, wo es gegen Calcio geht, gegen Udinese Calcio, genau. Gut, meine Lieben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Schreibt weiter fleißig in die Kommentare, wen ihr sehen wollt, wen ich kaufen soll. Spielen wir mit HSV weiter? Wie erfolgreich wird HSV sein? Schreibt einfach fleißig nieder. Ich versuche alles zu beantworten, alles umzusetzen, was machbar ist. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Haltet die Ohren steif und bis dahin. Ciao, ciao.